den Münzwechsler nachrüsten. Wichtige Sachen, die ihr beachten müsst, Pflegehinweise und natürlich die richtigen Einstellungen. Dies gibt es in diesem Video. Viel Spaß bei der Onkel Kramer Academy. Ab geht's. Erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin der Onkel Kramer und hier geht es wie gesagt heute darum, dieses Münzschaltgerät oder Münzwechsler oder den Münzer nachzurüsten. Das ist hier das Modell SC5E MDBE. Wenn wir an diesem Gerät arbeiten, an eurer Maschine arbeitet, stellt immer den Strom ab. Wenn ihr Bezahlmethoden ranklemmt, abklebt, irgendwas macht. Ich weiß von Fremdfirmen, dass es dadurch aus so Katastrophen kommen kann, wenn man das nicht macht. Beim Vendo soll es auch so gehen, aber Sicherheit ist immer Safety First hier. Ne? Also bei solchen Arbeiten immer einmal hier den Netzschalter aus und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Gucken wir uns das Gerät einmal selbst an, bevor wir es einbauen. Also so wird das Ganze geliefert. Hier ist ein Kabel drin, das wir im Prinzip direkt auf die Platine stecken können. Da ist auch nur ein Steckplatz für vorhanden. Bekommen wir jetzt noch einen Scheinlaser dazu, dann hat der zwei Steckplätze. Das heißt, wir können den einen in den Scheinlaser stecken und der Scheinlaser geht dann direkt auf unsere Platine, in unseren MDB heißt es, glaube ich. MDDB. MDBE. So. Im Automaten selber sind schon Schrauben vorhanden, wo wir das Ganze hier aufhängen können an den drei Punkten. Das heißt, die Montage ist relativ easy. So, wollen wir ganz kurz gucken. Hier oben fällt die Münze rein. Hier kann es durchaus mal sein, dass hier was hakt, wenn Kinder Haargummis reinschmeißen oder Centmünzen. Die sind zu leicht und die bleiben gerne mal hängen. Das heißt, hier oben kommen die Probleme manchmal zustande. Das ist in 3 Monaten einmal ungefähr, so im Schnitt, wenn ich das auf die Automaten hochrechne, dass da jemand Papier oder was reinsteckt. Das Ganze kann man hier nach vorne klappen und dann kann man das hier, ich empfehle das Ganze auszupinseln oder mit Pressluft zu arbeiten, aber nicht mit der Pressluft aus der Haarspraydose. Es gibt solche Flaschen auch mit Pressluft. Da ist dann immer noch Flüssigkeit mit drin und die würde den Apparat beschädigen. Deswegen immer mit normaler Pressluft auf dem Kompressor arbeiten. Oder am besten mit einem Pinsel, mit einem Mikrofasertuch kann man hier durchwischen, das reinigen. Hier oben ist der Knopf für die Geldrückgabe. Das ist ja von innen natürlich mechanisch nochmal, beziehungsweise von außen ist ein Knopf und dann geht es mechanisch hier drauf. Hier wird quasi das Geld zurückgegeben. Hier unter befindet sich einmal diese Sortierrutsche, die können wir auch rausnehmen. Auch hier vorsichtig, höchstens mit einem Pinsel arbeiten, nicht mit irgendwelchen Ölen oder Einsprühen oder Pflegesachen, auf gar keinen Fall. Und hier unter sitzt unsere Geldkassette. So, die können wir rausnehmen. Normalerweise sind hier 2 Schrauben drin. Das hindert Leuten daran, die es auffüllen, vielleicht hier schneller ranzugehen. Die haben aber sonst keine andere Bewandtnis. Und hier liegt dann unser Kleingeld drin. Das ist unser Kleingeldröhrchen. Das müssen wir in der Regel nicht rausnehmen. Das ist ganz wichtig. Lasst es immer drin und befüllt auch nicht hier manuell eure Münzen. Denn sonst weiß das Gerät nicht, wie viel Geld drin ist und dementsprechend kann es auch nicht richtig mit Wechselgeld arbeiten. Das heißt, hier drüber nie die Münzen füllen, nur zum Reinigen vielleicht mal rausholen. Ansonsten ist hier alles ganz easy. Wir haben hier verschiedene Fächer. Wir können entweder in Fach A zum Beispiel 1 oder 2 Euro-Stücke reinwerfen lassen, also reinlaufen lassen. Fach B ist immer für 10 Cent, Fach C für 50 Cent oder 1 Euro, Fach D für 20 Cent oder 5 Cent, wobei 5 Cent recht uninteressant ist, zumal ja die Münzen mittlerweile Geld kosten, wenn man die zur Bank bringt. Bei meiner Volksbank habe ich noch Glück, dass es noch umsonst, aber allgemein ist es glaube ich so. Hier können wir dann entweder 20 Cent oder hier steht 1,50 drauf schmeißen. Ich meine, das waren jetzt hier 50 Cent. Normalerweise landen hier die 50 Cent Dinger drin. Das können wir rausnehmen. Nur mal kurz als Beispiel. Bei dem Fach Nummer E können wir entweder 20 Cent oder 50 Cent reinlaufen lassen. Ist hier nichts drin, keine Einlage, dann ist es für 50 Cent geeignet. Und dann gibt es hier diese Einlagen, diese Einsätze nochmal. Hier steht auch drauf 20 Cent. Die können wir hier reinschieben. Es geht ein bisschen nicht so schön. Ja, die drücken wir hier rein, jetzt ist es drin. Und jetzt ist das Fach auf 20 Cent umgebaut. Genauso können wir diese natürlich wieder rausziehen. Ein bisschen vorsichtig arbeiten, fummelig ist das. Und dann sind wir hier wieder auf 50 Cent unterwegs. Das Ganze müssen wir hier oben nochmal einstellen. Wir haben hier einmal so eine Entriegelung. Ich mache die mal ganz kurz auf. So, dann können wir das Fach hier rausnehmen. So, damit er weiß natürlich, welche Münze in welchem Fach landen soll, haben wir hier unsere Switchpunkte. Die können wir dann mit dem kleinen Schraubenzieher einmal verstellen, ob on oder off. Eine Einleitung dafür ist hier drauf, wie die Tuben eingestellt werden können, wie es konfiguriert ist. Und somit hat man dann hier die Möglichkeit, die Zweier oder die Einer in Röhrchen A reinlaufen zu lassen. Da ist eine Anleitung mit dabei. Die ist auf Englisch
und nicht sehr informativ, sage ich mal. Das Ganze bekommt ihr nochmal in Deutsch auf der Seite von Sandenwendo Düsseldorf. Link packen wir rein oder beziehungsweise das könnte auch bei uns stehen. Aber wie gesagt, den Link packe ich euch unter dem Video in die Infobox mit rein, beziehungsweise seid ihr auf onkelkramer.de, dann könnt ihr es auch direkt downloaden. So, als erstes setzen wir hier unser Bezahldings rein. So, das hängt an den Schrauben. Dann achten wir darauf, dass hier oben die Rutsche auch wieder vernünftig reinkommt. Das Kabel schließen wir jetzt direkt auf der Platine an. An diesen Steckplatz passt auch nur eine Richtung. Ganz wichtig, hinterher sollte man das Ganze vielleicht nochmal schön mit Kabelbinder optimieren. So, Gerät wieder einschalten. Und dann sehen wir hier schon unsere Status-LED, dass alles Rotscher ist. So, wenn wir die Maschine anmachen, dann sehen wir auch gleich hier Kleingeld alle. Und das heißt, wir müssen einmal das Kleingeld natürlich auffüllen. Das heißt, wir machen einmal unseren Switch oben raus, gehen auf unseren roten Knopf. Dann gehen wir ins Menü, auf Tuben füllen, auszahlen. Und jetzt können wir hier die Münzen entweder direkt hier reinschmeißen oder an der Seite halt, das geht auch. Und dann haben wir den Münzer gefüllt, beziehungsweise das Wechselgeldgerät. Wir können jetzt so einstellen, dass das Gerät wirklich bis oben hin voll läuft. Also dass wir sagen, Oberkante ist Schluss. Ich weiß nicht, was sind das, 240, 250 Euro Kleingeld, die da drin sein können. Wir können aber auch sagen, dass wir gewisse Füllstände niedriger haben wollen. Das hat den Vorteil, dass wir nicht so viel Cash im Automaten haben und der Rest fällt dann unten in den Hopper rein. In dieses Gerät hier unten. Manchmal ist es wirklich besser, ein bisschen weniger Kleingeld im Automaten zu haben, wenn der aufgebrochen wird und so weiter. Das muss nicht sein. Und so ein Wechselgeld, ich sag mal, von 70 bis 100 Euro ist völlig ausreichend. Auch 50 Euro ist noch ausreichend, wenn man sich da was zusammensetzt. Die Bedienung ist auch möglich über das Tastenfeld von dem Münzer. Wir können den Münzer auch das Tastenfeld über den Vendo ausstellen. Das heißt, wenn wir irgendwelche Fahrer haben, die dann nicht sich selbst was auszahlen sollen, dann kann man das natürlich ausstellen und das nur noch hier oben über das Menü machen. Ich kann euch aber nur empfehlen, Zwangsverkauf, Mehrfachverkauf und sowas, das könnt ihr alles oben bequem einstellen. Das ist hier über den Tasten ein bisschen fummelig. Das macht man lieber darüber nicht. Ich meine, klar, wenn man es hier rüber macht, checkt der oben auch, was los ist, weil die ja miteinander verbunden sind. Er weiß auch immer, wenn man hier drüber befüllt, wir können zum Beispiel länger auf Plus drücken, bis es dann blinkt. Dann können wir auch manuell hier mit dem ganzen Gerät befüllen. Hinterher einmal wieder auf Plus, beziehungsweise Plus gedrückt halten, sorry. Und dann ist der Betrag da auch drin. Da braucht man oben nicht übers Menü reingehen. Aber ich mache alles oben übers Menü. Das ist einfacher, sauberer und verständlicher. Wir können hier auch Werttoken einprogrammieren. Werttoken, die es bereits gibt, sind nicht erstmal kompatibel. Wir können welche einprogrammieren, aber ich halte von Werttokens nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das steuerlich ist, ob das noch erlaubt ist oder nicht. Aber auf jeden Fall, Werttokenbezahlung ist möglich. Allerdings, ich würde die Finger von weglassen. Es gibt auch mal welche, die mit den Token von woanders herkommen und dann bei euch günstig Sachen kaufen wollen. Was wir aber jetzt zuerst machen beim erstmaligen Befüllen, ist das Ganze einzustellen. Den individuellen Füllstand pro Tube, ich sag mal so, Fächer wie 50 Cent, die können halb voll, 10 und 20 Cent, die können bis oben voll sein und 1 Euro und 2 Euro Stücke sollte man vielleicht so auf ein Level hier unten halten. So, wir drücken jetzt erstmal die Taste Plus, beide blinken gleichzeitig. Jetzt drücken wir die Taste B, halten wir mal gedrückt, sie leuchten dauerhaft. Jetzt drücken wir die Taste Plus wieder, beide blinken und jetzt können wir die Münzen in beliebiger Reihenfolge einwerfen und hinterher beenden wir das Ganze, indem wir die Taste D drücken und dann sind die jeweiligen Münzstände eingespeichert. Ganz wichtig sind wir hier bei unserer Level über hinaus. Hier ist, erkennt ein Sensor, ob das Ding schon voll ist. Also wir können hier definitiv nicht zu viel einwerfen. Also der Münzer ist auch sehr schnell. Wir können hier wirklich sehr rasch hintereinander die Münzen reinknallen und er kriegt es gut durchsortiert. So mache ich das nach und nach mit der gewünschten Menge, die ich reinfüllen muss. Und hinterher drücke ich die Taste D. So, alle Münzstände habe ich so aufgefüllt, wie es passt. Ich drücke einmal auf D. Ich empfehle jedem, der so ein Gerät bekommt, das Ding erstmal in Ruhe zu Hause zu testen und das nicht gleich irgendwo aufzubauen. Ihr setzt euch da 2, 3, 4 Tage mit auseinander, macht Testkäufe und so weiter, damit ihr wirklich das Ding beherrscht. Das ist ganz wichtig, weil bei vielen ist es halt so, da wird das Gerät angeliefert und direkt aufgebohrt. Ne? Dann wird dann das ganz kurz einmal erklärt und man hat keine Möglichkeit mehr, das richtig nachzuvollziehen oder das zu verstehen.
Und das Prinzip ist hier eigentlich ganz einfach. Man muss es nur einmal kurz verstehen bzw. sich damit auseinandersetzen. Das ist quasi wie beim Fahren mit Karte und Navi. Wenn man mit Karte fährt, ist es zwar erstmal schwieriger, weil man sich damit auseinandersetzen muss, kennt aber hinterher die Strecke. Und wenn man nach Navi fährt, so ist es, als wenn einem das alles jemand einmal kurz erklärt, ne? Dann ist es vielleicht einfacher, aber man hat es nicht verstanden. Deswegen sind die Videos auch ganz wichtig, damit ihr das auch versteht, wie das funktioniert. Man kann hier noch ganz viele Möglichkeiten einstellen in diesem Münzgerät. Ich habe das jetzt so eingestellt, wie ich das brauche. Und ihr würdet das wahrscheinlich so einstellen, wie ihr das braucht. Aber die Anleitung, wenn ihr die runterladet, das ist alles in Deutsch beschrieben. Und zur Not kann der Support auch mal weiterhelfen. Also wenn ihr bei uns das Gerät gekauft habt, ist das gar kein Problem. Dann helfen wir doch gerne weiter. In der Regel werden die Dinger vorher von uns eingestellt, beziehungsweise in Italien schon, da wo die herkommen. Und direkt zu euch geliefert. So, machen wir einen kurzen Testkauf nochmal, ob das funktioniert. Habe ich zum Beispiel den Fehler entdeckt. Ich drücke den Rückgabeknopf. So, was passiert? Der Motor, der hier diesen Auslöser drückt für die Geldrückgabe, der sitzt zu hoch. Das heißt, wir müssen den hier einmal tiefer stellen, also nachjustieren. Da kann man einmal mit dem Kreuz aufgehen, die ein bisschen lösen. So, ist das lose. Ihr seht, das kann man jetzt in der Höhe verstellen. Jetzt wollen wir kurz testen, was passiert, wenn wir es ganz unten lassen. Dann sitzt es schon perfekt, ne? Das heißt, wir können es hier wieder festschrauben. So, dann drücken wir hier vorne am Automaten die Geldrücktaste. Dann blockiert hier nichts und es wird optimal ausgelöst. So. So, jetzt müssen wir einmal kurz hier zwei Pins umstellen. Die hatte ich vergessen zu drücken. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Wie gesagt, die ganzen Einstellungen, das bringt nichts, wenn ich das alles hier einzeln erkläre. Ihr habt mal grob gesehen, wie das funktioniert. Die Anleitung ist als PDF, als Link mit erhältlich, beziehungsweise auf onkelkramer.de auch zum Downloaden, sobald das Video da online ist. Wichtig ist auf jeden Fall, habt ihr so einen Münzprüfer, wollt ihr zum Beispiel die Tubenstände ändern, entleert das ganze Ding erst, weil er selber speichert ja ab, wie viel er drin hat. Macht das wirklich komplett leer bis unten hin. Und an der Anleitung ist auch nochmal genau beschrieben, wie das geht. Und dann erst wieder mit Münzen befüllen. Das ist ganz wichtig, weil sonst kommt er natürlich durcheinander. Er hat ja einen Rechner drin, der weiß, was reingekommen ist, was rausgegangen ist und dementsprechend rechnet er sich den Tubenfüllstand. Und wenn ihr einen neuen Tubenfüllstand einstellen wollt, müsst ihr es erst komplett leer machen und dann könnt ihr es wieder auffüllen. Was wichtig ist, druckt euch die Anleitung noch eben aus, packt die mit in euer Fahrzeug mit rein und wenn ihr unterwegs ein Problem habt oder mal eben Zeit habt und was umstellen wollt beim jeweiligen Standort, dann habt ihr sowas immer mit dabei. Ich habe immer sämtliche Anleitungen dabei und zusätzlich teilweise nochmal hier drinne Informationsmaterial zu der Maschine, in der Maschine selbst und auch teilweise Ersatzteile, Motoren und sowas, wenn man was hochgehen sollte. Bis jetzt ist noch nichts hochgegangen, aber wenn man nichts drin hat, geht immer was hoch. Das ist Murphys Gesetz. Ein Foto von meiner PIN-Einstellung blende ich euch gerne hier nochmal ein, also dass ihr es so eingestellt habt, wie ich eingestellt habe. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video, wenn es wieder heißt Onkel Kramer und die Academy. Ciao.